Yo Leute und willkommen bei einem neuen Video. Heute, wie schon ja angekündigt am Montag und auch schon die Tage davor auf Instagram und Twitter, gibt es ein kleines Frage- und Antwort-Video. Ja, ihr konntet mir, wie schon gesagt, auf Instagram, Twitter und YouTube ein paar Fragen stellen. Die meisten waren auf Instagram und ich glaube auf Twitter und YouTube habe ich jeweils ein oder zwei Fragen rausgepickt. Und wir fangen einfach gleich mit der ersten an, und zwar von Raphael.187. Wie soll das mit deinem Channel weitergehen? Ehrlich gesagt, hast du weniger Views als vor ein paar Monaten? Ja, das weiß ich, dass ich jetzt weniger Views habe als wie vor ein paar Monaten. Ich weiß nicht genau, was du meinst vor ein paar Monaten, also welchen Zeitraum du meinst. Wenn du meinst die Zeit, als ich noch Ark gebracht habe, wo ich ja mega Boost hatte, da hatte ich pro Video mindestens 1000 Klicks, was ich momentan niemals schaffen würde mit den momentanen Videos. Ja, ich mache einfach normal weiter wie sonst auch. Probiere mal wieder die Qualität zu steigern. Jetzt mit Amnesia habe ich mir auch quasi so eine kleine Aufgabe gestellt, dass ich die Videos extrem gut bearbeite. Also ich probiere sie extrem gut zu bearbeiten. Und ja, ich hoffe auch mal, dass dann durch die Zuschaueranzahl steigt. Und falls nicht, dann ist es halt so. Die zweite Frage von 3Rasmus5. Was machst du jetzt nach dem Abi? Mein Abi habe ich jetzt schon seit dem Sommer. Ich mache momentan meinen Zivildienst in einem Krankenhaus, recht chillig. Und ich bin fertig mit dem Zivildienst Mitte April. Danach fliege ich nach Japan für zweieinhalb Wochen circa. Und im Oktober fange ich dann mit dem Studium an. Wahrscheinlich Wirtschaftsinformatik. Bin mir aber auch nicht ganz sicher. Danelion fragt, kommen bald auch GTA Let's Plays? Ja, ich glaube schon. Also GTA Streams kommen sicher wieder öfter. Und GTA Let's Plays, also hätte ich schon geplant irgendwie. Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich in diesen GTA Let's Plays machen soll. Soll ich in der freien Welt herumlaufen und irgendwelche Scheiße machen? Oder halt Sachen machen, die irgendwie fun, oder irgendwie lustig sind? Oder soll ich Missionen machen? Soll ich Rennen machen? Soll ich Heists machen? Da hapert es noch ein bisschen mit den Ideen. Und ihr könnt auch gerne mal was vorschlagen in den Kommentaren, was ich in GTA machen soll. IronLP schreibt, kannst du vielleicht mal ein Video machen, wie du eigentlich aufnimmst und schneidest? Und wann streamst du wieder? Ich stream irgendwann, ich habe keine Ahnung. Einfach mal, wenn ich wieder Zeit habe, ich werde es immer auf Twitter ankündigen. Ich habe keinen fixen Plan, wann ich jetzt streame. Und ein Video, wie ich Videos aufnehme und schneide. Theoretisch kann ich mal so eine Art Tutorial machen, wie ich das alles regle. Müsste ich halt mit dem Handy aufnehmen, weil ich halt keine Kamera habe. Aber Handyquali ist eh nicht so schlecht. Also könnte man sich anschauen. Ja, wenn ihr wollt, kann ich das gerne mal machen. Nino Link, noch wirklich so motiviert wie vor ein paar Monaten? Ja, ich bin immer noch sehr, sehr motiviert. Jetzt, wie schon gesagt, mit Amnesia noch mehr. Und ja, meine Motivation ist immer noch da. Solange mir YouTube oder allgemein das Let's Play so Spaß macht, werde ich noch weiter durchziehen. Und falls nicht, falls ich mal Spaß an was anderes habe, dann mache ich halt das weiter. Zum Beispiel, wenn es Streams sind, dann mache ich halt mehr Streams. Oder wenn es irgendwas anderes Videotechnisches ist, dann mache ich halt das. Anna-WGN, welche Musikrichtung hörst du? Pop, Rap, Hip-Hop etc. Ich muss ehrlich sagen, ich höre keine spezielle Musikrichtung. Ich schaue mir auch irgendein Lied an, also zum Beispiel so Chartlieder oder einfach so Sachen, die ich auch im Internet finde. Wenn es mir gefällt, egal welche Musikrichtung das jetzt ist, höre ich es mir einfach an, bis ich habe so einen Tick, dass ich ein Lied so lang anhöre, bis ich es gar nicht mehr anhören will, bis es mich einfach ankotzt. Das mache ich immer und dann lösche ich es dann wieder. Ja, also Musikrichtung habe ich nicht. Ich habe aber Richtungen, die ich überhaupt nicht höre. Alles, was mit Metal zu tun hat im Grunde. Die meisten deutschen Lieder, außer es ist halt Rap, dann geht's vielleicht. Oder es ist Hip-Hop, dann geht's halbwegs. Aber sonst so deutsche Lieder, ich weiß nicht, das klingt melodisch einfach nicht gut. Hextrius, was machst du, wenn es Sonntag ist? Weißt du, wenn es Sonntag ist, dann sitze ich vorm Fenster, trink Wasser, schau aus dem Fenster raus, bis es Montag wird. Gerd Clasher, was würdest du eher haben? Einen Hund, der dich beschützt und auf deine Kommandos hört, oder Freunde? Das Witzige bei der Frage ist, er geht einfach direkt davon aus, dass ich keine Freunde habe. Dude, ich habe Freunde. Nur weil ich nie mit irgendeinem anderen aufnehme, heißt das nicht, dass ich keine Freunde habe, okay? Also, da ich Freunde habe und das nicht brauche, würde ich sagen, den Hund. Und dann würde ich ihn so trainieren, dass er wie ein Pokémon Leute angreift. Nicht angreift. Natürlich würde ich
keine anderen Menschen angreifen. Das tut man ja nicht. Happy Nature Boy. Meine Frage ist, was du über so Mainstream-YouTuber denkst. At Marson Place. Das ist jetzt ein bisschen sehr stark verallgemeinert. Mainstream-YouTuber, wen meinst du da genau? Ich denke, du meinst jetzt einfach mal die großen YouTuber, die jetzt alle dasselbe Zeug hochladen, wie die ganzen Challenge-YouTuber oder die ganzen Lifestyle-YouTuber halt, die wirklich alle dasselbe machen. Und ja, von denen hatte ich gar nichts. Schaue ich mir auch überhaupt nicht an. Brauche ich nicht. Die können gerne machen, was sie wollen. Ich brauche es mir ja nicht anschauen. Und ja, solange die mich in Ruhe lassen, dann lasse ich sie auch in Ruhe. Ihr wisst ja, so ganz nach dem Motto Leben und Leben lassen. Jetzt eine Frage von Twitter von Martin. At Marston Place, LPs von anderen Spielen bzw. mit anderen YouTubern. Andere Spiele bestimmt. Bin halt immer auf der Suche nach anderen Spielen, die ich Let's Playen kann. Bin auch immer offen für Vorschläge. Andere YouTuber kommt sicher irgendwann mal. Ich hätte jetzt keinen konkreten YouTuber, mit dem ich jetzt aufnehmen möchte. Oder mit dem ich jetzt vorhabe, in nächster Zeit aufzunehmen. Aber, wie schon gesagt, bin offen für alles. Funny Panda LP hat geschrieben, wann kommt wieder ein Stream auf Twitch? Wie schon vorher ein bisschen gesagt, ich habe momentan nicht so wirklich einen fixen Tag, an dem ich streamen möchte. Oder eine fixe Zeit, an dem ich streamen möchte. Ich streame einfach dann, wenn ich Zeit habe und wenn ich wirklich Ruhe habe. Sprich, wenn ich allein zu Hause bin oder so, weil ich es dann einfach viel freier machen kann und nicht immer denken muss, ha, hab ich jetzt wer gerufen oder werde ich gerade gebraucht oder so ein Scheiß. Immer wenn ich einen Stream geplant habe oder wenn ich streamen möchte, egal ob auf Twitch oder YouTube, werde ich es vorher noch auf Twitter ankündigen. Also folgt mir auf Twitter, das lohnt sich. Benny 4002 Nexus Army, was ist dein Lieblings-Overwatch-Charakter? Mein Main, würde ich sagen, ist, also mein Lieblingscharakter, würde ich sagen, ist eigentlich, also ich habe nicht einen speziellen, sondern ein paar mehrere, wäre Mei, dann Soldier und D.Va. Genau, und beim Heal würde ich sagen, Zenyatta oder Lucio. Also einen einzigen Lieblingscharakter habe ich nicht. Ich habe halt nur, in jeder Gruppe habe ich ein oder zwei, die mir gefallen. Und die letzte Frage vom Philipp. Darf ich das Video beenden? Klar, kannst du machen. Hey, bitte. So, das wär's dann auch schon wieder mit dem Video für heute, meine Freunde. Ich hoffe, das kurze Frage-Antwort wird euch gefallen. Ich kann sowas gerne öfters machen. Wenn euch sowas gefällt, dann lasst einfach ein Like da oder schreibt es in die Kommentare. Ey, Dude, mach das öfter. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann am Freitag bei einem neuen Video. Und zwar Minecraft Amnesia Folge 2, mit dem ich noch nicht fertig bin. Juhu, das heißt, ich muss noch einiges tun. Ja, wir sehen uns dann am Freitag. Bis dahin, habt noch einen schönen Tag und tschüss!